Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, die Sex and the City Challenge. So, meine Lieben, tja, ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe das Spiel neu gestartet, habe den Spielstand geladen und all meine Freundinnen wurden mir genommen. Ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind. So im letzten Part sind wir eigentlich mit denen zusammen hier hingereist. Jetzt sind sie alle weg. Keine Ahnung, wo sie hin sind. Naja, wie dem auch sei, dann muss ich halt jetzt hier mein Street Art alleine fertig bzw. malen. So, Street Art malen. Malen wir mal ein kulturelles Street Art, wie immer. Das müssen wir jetzt 3 Stunden malen. Das heißt, 3 Stunden brauchen wir jetzt für das Street Art. Dann müssen wir noch 2 Stunden Graffiti sprühen. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir glücklich und zufrieden. Und wir lassen uns mal nicht von der komischen Tante in der Unterhose oder in der viel zu kurzen Hose für ihre Figur ablenken hier. Geh weg! Quatsch jemand anderen zu. Ich muss sprühen. Und zwar recht viel muss ich sprühen. Oh, das ging ins Auge, in die Nase, in den Mund. Das muss eklig sein. Vor allem, eigentlich müsste sie ja jetzt hier voll den Farbklecks im Gesicht haben. Hat sie aber nicht. Das wäre noch lustig gewesen, oder? Wenn die Sims dann wirklich sich auch selbst anmalen würden. Also wenn sie dann so nach und nach bunt werden würden, weil sie jedes Mal so daneben sprühen. Hätte ich lustig gefunden. Naja, wie dem auch sei. Wir wollen mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Ich denke, ich werde mal vorspulen. Hilf mir nicht! Ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeit geachtet, aber 1 Stunde sind wir jetzt schon am Malen. Das ist gut. Das heißt, so um 12.10 Uhr oder so müsste dann die 2. Stunde auch rum sein. Und wir kriegen gleich noch einen Fähigkeitenpunkt dazu. Da war auch gerade Miranda. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier wirklich um meine komischen Aufgaben hier. Level 4 erreicht, na immerhin. So. Eigentlich müssten wir schon längst eine weitere Stunde dazu bekommen haben. Kriegen wir aber nicht. Oh, hier wurde irgendwo ein Auto-Dingensbums. Ach, guck mal, hier ist fertig. Ja, das ist super. Dann wische ich das hier jetzt nochmal weg. Habt ihr das gehört? Da war gerade eine Alarmanlage an. Wurde anscheinend gerade irgendwo eingebrochen. Okay, da kann ich jetzt nicht wegwischen. Dann mache ich das hier weg. Nein, nicht ansehen, entfernen. Und ich weiß, wir müssen aufs Klo. Aber ich will jetzt eben noch gucken, dass ich das hier wegmachen kann. Und dann machen wir ein Graffiti. Das müssen wir auch noch 2 Stunden dann machen. Was will dieser Malcolm immer von mir? Geh weg. Garstiges Biest, du. Oh, schaut euch mal die Täubchen an, wie sie hier so rumtäubchen. Täubchen, Täubchen. Oh, guck mal. Die laufen hier so rum. Grrr, grrr. Ah. Obwohl, das sieht sehr unnatürlich aus, wie die da läuft, ne? Die läuft so ein bisschen, keine Ahnung. Als würde der Disco-Fox in ihr leben oder so. Ich weiß auch nicht. So, was machst du? Ich glaube, sie hat ihre Beine schon angemalt. Warum sind deine Beine so dunkel im Gegensatz zu dem Rest deiner Haut? Keiner weiß es. Wahrscheinlich hat sie doch ihre Beine angesprüht. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht mehr allzu lange hier. Aber ich glaube, wir könnten es diesmal tatsächlich schaffen. Mist. Jetzt muss sie erstmal aufs Klo. So, erstmal aufs Klo gehen. Und weiter sprühen. Also wir könnten das vielleicht tatsächlich mal schaffen. Ich hoffe, das zählt jetzt noch. Ist noch nicht fertig. Gut. Ja, ich weiß, du stinkst, aber du musst da jetzt wirklich durch. Ja, perfekt, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, 15.17 Uhr und wir haben es geschafft. So, ich reise jetzt erstmal nach Hause, dann kann sie nämlich hoffentlich duschen gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das jetzt? Ist alles noch kaputt oder nicht? Ist alles noch kaputt oder nicht? Und, ah nee, ich lade mal niemanden ein. Ich lasse sie mal alle da, wo sie sind. Vielleicht kommt ja einer wieder zum Spieleabend vorbei oder sowas. Oder vielleicht lädt mich ja auch jemand zu einer Party ein, weil diesmal gehen wir dann auf jeden Fall mit. Nehmen unsere Mädels noch mit, dann sind wir nicht so alleine.
Das ist doch auch mal ganz cool. Und heute gibt es übrigens auch wieder ganz normale Partlänge von 20 Minuten. Also nicht 15 Minuten wie gestern, sondern halt wirklich ganz normal 20 Minuten. Ach, wie praktisch, die Dusche ist schon repariert. Nur der Rest noch nicht. Dafür werde ich dann auch mal den Reparaturservice anrufen. Und dann müssen wir noch kochen lernen. Und ihr hattet mir geschrieben, ich könnte ja auch einfach mit Carrie, statt ihr immer Essen zu kochen, könnte ich ihr ja auch einfach wirklich ein Kochbuch in die Hand drücken. Und dann soll sie halt das Kochen aus einem Buch heraus lernen. Finde ich eine ganz gute Idee. Ich denke, das machen wir dann auch gleich. Dann kann sie nämlich so einfach das Kochen lernen und fertig. Unsere Arbeitsaufgaben für zu Hause haben wir schon geschafft. Jetzt geht es nur noch darum, unsere Bude mal wieder auf Vordermann zu kriegen hier. Das ist ja furchtbar. Wir hatten schon lange keine Mäuse mehr oder sonstige Problemchen, wofür wir den Vermieter rufen müssen. Dafür haben wir immer noch Probleme mit dem Kobold. Ja, die Kobolde, die machen einem das Leben nicht leicht. Ach, guck mal, wer ist denn hier? Wohnst du da auch? Seit wann wohnst du da? Ach, Axel? Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder. Hast du dich umgezogen? Bock auf Training? Ich mach dich platt, ey. Nee, danke. Ich habe gerade keinen Bock auf Training. Ich will nicht platt gemacht werden. Ich muss kochen lernen und so. So, und den Reparaturservice müssen wir anrufen. Mein Gott, Carrie, wie lange kann eine Frau wie du duschen? 5 Stunden. 5 Stunden später. Wenn wir mal Geld haben sollten, dann werde ich hier ein bisschen ein paar neue Möbel kaufen. Zum Beispiel ein neues Bett oder neue Sanitäranlagen tatsächlich, die dann vielleicht nicht ganz so schnell kaputt gehen, beziehungsweise du weißt schon, was du tust, oder? Ich frage nur. Genau. So kann man sich auch drum drücken, das Buch zu lesen. Einfach das Buch vorher rausholen und dann wieder wegtun. So, erscheint am Mittwoch um 17.01 Uhr. Ja, der braucht aber ganz schön lange. Naja, gut. Welches Level brauchen wir eigentlich bei Kochen? 4, ne? Ne, 5 sogar. Ja, ich weiß, dass es hier schmutzig ist und furchtbar ausschaut. Alles ist kaputt, alles ist schmutzig. Carrie! Carrie, du sollst das lesen! Mann, mach mich doch nicht fertig! Hauptsache Musik hören, wa? So, Moment mal, haben wir hier nicht irgendwo den Kochkanal? Aber vielleicht gibt es den auch hier noch gar nicht. Doch hier, Kochkanal. Ja, du kannst den... Oh, ach, Carrie. Also heute machst du mich echt fertig. So, meine Annetta. Annetta ist wieder da. Juhu, wir feiern Annetta. Reparier das bitte alles schön. Und hoffentlich muss ich dich nicht wieder doppelt bezahlen. Oder dreifach oder fünffach. So, jetzt aber hier, die Kochsendung Deluxe extra für Carrie. Oh, das ist ja wirklich die Kochsendung Deluxe, ey. Was, sie lernt ja gar nicht. Du sollst doch kochen lernen. Ich glaube, ich mache mal lieber das Radio aus. Sie muss sich aufs Kochen konzentrieren. 2% hat sie erst. Oh Gott, das dauert ja ewig. Das macht... Oh. Ich krieg zu viel. Wieso? Wieso repariert sie denn jetzt nur 2 Geräte und geht dann schon wieder? Hier ist doch noch mehr kaputt. Ich sehe das doch, wie das Klo kaputt ist und alles. Und ich glaube, ich muss dann doch das Buch lesen. Also, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen das Buch lesen. Jetzt macht die das schon wieder. Will die mich verarschen? Leute, Carrie will mich verarschen. Ich glaube, wir kriegen das Klo heute nicht mehr repariert. Oder wir müssen es doch gleich selbst reparieren. So, setz dich da meinetwegen hin und lies. Oh, was ist los? Ja, okay.
Hey, ich wollte mich heute mal in der Stadt umsehen. Kann ich mich bei dir fertig machen? Ja, klar, viel Spaß. Benutz meinen Kleiderschrank, benutz mein nicht vorhandenes Klo, mein nicht vorhandenes Waschbecken, bring meinen Müll raus. Machst du richtig gut. So, verzeiht die Stille, ich musste mir mal eben die Nase putzen. Und Carrie will einfach nicht das Buch lesen. Dementsprechend, Carrie will nicht das Buch lesen, Samantha will nicht den Müll rausbringen. Ich koche jetzt einfach was. Und zwar einen Buntbarsch aus der Pfanne. Genau. Also es geht nicht anders. Mit dem Buch funktioniert das irgendwie nicht richtig, weil sie will das dann einfach nicht machen. Das ist schon sehr, sehr traurig. Annetta, du reparierst jetzt bitte, 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 bitte das Klo. Reparier es doch bitte einfach. Das Klo und die Waschbecken. Bitte. Ich habe keine Lust, das alles zu ersetzen, nur weil du es nicht reparieren willst. Aber mittlerweile habe ich, glaube ich, wahrscheinlich schon so viel Geld ausgegeben, dass ich davon das Klo hätte reparieren können. Tatsache. Was ist jetzt? Willst du jetzt pennen? Wenn. Ih, hier ist eine Maus. Toll. Sie ruht sich erstmal auf meinem Bett aus. Ist das jetzt ihr Ernst? Ich meine, wirklich? Oh. Na, immerhin kümmert sie sich auch noch um die Mäuse. Das ist schön. Ah, die Maus. Oh Gott. Oh, ich wollte die Maus sehen. Oh, wieso ist die Kamera so schnell heute im Moment? Ah, ich glaube, die kommt nicht mehr. Doch. Da ist die Maus. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Ah, die Maus. Ich finde ja die Maus voll süß, aber ich glaube, Carrie ist da nicht so von begeistert. Samantha bestimmt auch nicht, oder? Die denkt sich wahrscheinlich auch jetzt so, oh mein Gott, eine Maus. Okay, Samantha ist überhaupt nicht begeistert von der Maus. Wirklich kein bisschen. Aber Annetta, weißt du, so langsam kriegst du es hin. Du musst wirklich nur noch gleich das Klo reparieren. Dann bin ich dir wirklich unglaublich dankbar. So, ich gehe, glaube ich, nochmal was kochen. Nochmal einen Taco-Auflauf kochen oder sowas. Gegessen haben wir auch gleich. Von daher ist das schon ganz schön. Mit Samantha müssen wir uns noch ein bisschen weiter anfreunden, aber das kriegen wir noch hin. Und mit Miranda sowieso, weil die kriegt ja noch einen Schlüssel von uns. Ja, Gott sei Dank, Annetta hat's begriffen, dass sie das Klo reparieren muss. Ich fasse es nicht. Wir haben noch Hoffnung bei Annetta, echt. Es gibt noch Hoffnung, dass sie es doch noch begriffen hat. Oh Mann, ey, ich hätte es nicht gedacht. Also wirklich, Annetta. Eigentlich müsste die doch schon Geschicklichkeit auf 10 haben, oder? Wird Zeit, dass du die Insta-Reparatur lernst, meine Liebe. Naja, so, wir haben gleich aufgegessen, dann gehen wir noch mal ein bisschen kochen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann mal Level 5 der Kochfähigkeit erreichen. Genau. So, wir kochen noch mal ein bisschen. Wobei, das dauert auch ganz schön, bis man jetzt hier Stufe 4 erreicht, ne? Ja, ich weiß, sie sind Mäuse. Kannst trotzdem weiterkochen. Schön weiterkochen. Oh, guck mal, Annetta. Oh, Annetta. Also jetzt übertreibst du es aber. Jetzt willst du aber die ganzen Fehler aus den letzten paar Parts wieder gut machen. Kann das sein? Sie repariert alles, kümmert sich um die Mäuse, wischt noch ein bisschen bei mir, als hätte sie nichts zu tun hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, es tut mir leid, ich muss trotzdem weiterkochen hier. Stell's irgendwo hin. Sehr schön. So, das säubern wir mal eben. Dann gehen wir auch noch eben wischen. Das kommt in den Kühlschrank. Und dann müssen wir noch mehr zum Abendessen machen. Machen wir Fischtacos vielleicht nochmal.
Genau. Das ist gut. So, da hinten ist auch schon wieder Ruhe, habe ich gemerkt. Sie ist auch gar nicht sauer geworden, ne? Obwohl da gerade so ein Krach war. Oder ich meine das nur und hier ist gar kein Krach. Naja, wie dem auch sei, kriegen wir schon hin. Ist ja eigentlich schön, wenn sie mal nicht sauer wird. Oh Mann, Verzeihung, ich musste schon wieder Nase putzen. Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich total verschnupft mal wieder. Liegt wahrscheinlich an der Kälte. So, das kommt jetzt auch da rein. Wir haben es fast. Also ich koche jetzt noch ein bisschen mit ihr, damit wir wenigstens hier das hier haben. Es hat auch bisher noch niemand angerufen, ne? Von wegen, hier komm, lass uns doch irgendwo hingehen oder sowas. Moment. So. Einmal noch, komm, einmal noch kochen. Dann haben wir es. Zumindest schon mal auf vier. Das ist ja schon mal was. Juhu! So, das kochen wir jetzt noch zu Ende. Und dann haben wir immerhin schon mal Kochen Level 4 erreicht und wir haben wirklich genug Essen. Ja, dann ab mit dir ins Bettchen. Sehr schön. Dann ist der Tag schon wieder vorbei. Ich hoffe, der Kobold kommt nicht wieder. Wobei, ich habe ja die Mäuse noch im Haus. Nee, doch nicht. Wurden anscheinend doch bekämpft. Obwohl, hier könnten noch Mäuse sein. Nee, doch nicht. Ja, Mensch, da hat das ja doch was gebracht von Annetta. Da hat hier echt noch die Mäuse bekämpft nebenbei. Das finde ich nett. Hey, hast du Bock auf Training? Ey, guck mal auf die Uhr, Mensch. Es ist noch Schlafenszeit. So, wir arbeiten natürlich wieder von zu Hause und wir sollen ein Buch schreiben und drei Gerichte bewerten. Und der Chef ist immer noch nicht begeistert von meiner Arbeitsleistung hier. Das gibt's doch nicht. So, ich gehe erstmal aufräumen. Und dann müssen wir aufs Klo, dann müssen wir noch was essen. Wir haben ja jetzt genug. Wir haben genug, was wir essen können. So, und dann müssen wir ein Buch schreiben. Das mache ich doch gerne. Ein Buch schreiben. Ja, dafür sind wir im Moment nicht in guter Laune, nicht in guter Verfassung. Was ist das denn jetzt hier? Liebesmail schreiben. Wir könnten eine Liebesmail schreiben. Ja, die brauchen wir jetzt nicht gerade schreiben. Wir sind ja noch schlecht gelaunt. Da wird dann bestimmt nichts Gutes drinstehen. Wenn wir so schlecht gelaunt eine Liebesmail schreiben, dann steht da wahrscheinlich ja sowas drin, so wie. Ja, hi, ne? Also, ja, also so vor 5 Tagen haben wir uns das letzte Mal gesehen. Es war schon ganz nett. Ah, nee, das wäre nicht gut, wenn wir da jetzt eine Liebesmail schreiben. Oh nein, es stinkt. Es stinkt nach faulen Eiern. Iiih. Naja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt trotzdem ein Buch schreiben. Dadurch kriegen wir auch ein bisschen Geld. So, wir schreiben jetzt die Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte. Wenn sie nicht gerade am Fernsehen gucken ist, dann schreiben wir eine Kurzgeschichte. Madame, du musst dich mal beeilen. Was ist? Nackenschmerzen? Ach so, Rückenschmerzen wegen der Matratze. Ich dachte schon so, hä? Wieso hat sie denn Nackenschmerzen? Naja, wie dem auch sei. Madame, du musst ein Buch schreiben. Bitte, bitte, bitte. Das müssen wir noch machen für die Aufgabe hier. Und dann müssen wir unsere Mädels einladen. Beziehungsweise, ich warte ja echt darauf, dass mich einer einlädt für eine Party oder sowas. Weil dann sage ich nämlich diesmal auch, dass ich mitgehe. Irgendwie sage ich immer, dass ich nicht mitgehe. Oh Moment, wieso will ich den leeren Teller in den Kühlschrank tun? Das ist natürlich Blödsinn. So, 5 metaphysische Ouvertüren und ein irgendwas. Ensemble. Ah, alles klar.
Wir nennen diese Kurzgeschichte jetzt der Kampf um den letzten Schuh. So. Der Kampf um den letzten Schuh, das wird unsere Kurzgeschichte. Und ja, ich würde sagen, für heute machen wir mal wieder Schluss. Wir sehen uns in einem neuen Part morgen direkt wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!